Ich habe per WhatsApp einen Link erhalten und dieser Link führt zu einer Playlist bei YouTube. Ich habe hier YouTube, aber wenn ich auf YouTube gehe, habe ich nicht diesen Link. Wie kriege ich diesen Link von WhatsApp zu YouTube? Und ich hätte dann gerne ein solches Symbol hier auf dem Startbildschirm meines Handys. Wie macht man das? Mein Name ist Pirmin Lehner. Das Ganze ist ein bisschen tricky. Ich habe einen Weg gefunden, aber er ist nicht so elegant. Vielleicht gibt es da eleganteres. Ich zeige mal, wie ich das mache. Ich gehe auf WhatsApp. Ich gehe tatsächlich hier zu YouTube und ich sehe, das ist eine ganze Playliste eben zu diesem Handy- oder Nattel-Kurs. Und wenn ich hier draufklicke, bin ich bei dieser Liste, das ist ja schön. Und ich habe hier all diese 12 Filme schön gebüschelt zum Thema Handykurs. Und jetzt könnte ich das starten, aber ich will ja jetzt auf dem Bildschirm gerade einen Link, wo ich zu dieser Playlist komme. Wie geht das? Ich sage hier beim Pfeil, ich möchte diesen Link, tja, mailen oder wieder per WhatsApp schicken oder hier steht Link kopieren. Genau, das will ich. Also Link kopieren und jetzt, was ist passiert? Noch nicht sehr viel. Ich gehe zurück zum Startbildschirm. Ich gehe jetzt zum Internetprogramm. Hier bei mir ist das Chrome, es gibt aber auch andere, Firefox oder Internet Explorer oder Opera. Ich klicke hier drauf. Jetzt kommt eine Internetseite und hier oben lasse ich meinen Finger eine Weile hier drauf auf dieser Internetadresse. Dann kommt hier Einfügen. Was fügt es ein? Es fügt eben diesen Link ein. Ich klicke hier drauf, Einfügen und gehe tatsächlich zu dieser Webseite hier, Handykurs Lehner. Ich klicke auch hier noch drauf und hier erst im Internet, das ist wieder dieselbe Liste, hier habe ich die Möglichkeit, hier bei diesen drei Punkten zu sagen, ich möchte gerne diesen Link zum Startbildschirm hinzufügen. Das mache ich jetzt. Jawohl, wie heißt denn dieser Link? Ich kann hier noch sagen, der Link heißt dann Handykurs. Ich lösche den Rest hier, das brauche ich eigentlich nicht, und sage hinzufügen. Handykurs wurde zu Ihrem Bildschirm hinzugefügt. Aber wo ist der nun? Ich gehe hier zum Startbildschirm. Das ist zwar YouTube, aber wo ist der Link? Da, Handykurs. Also hier ist mein Handykurs und wenn der nicht hier hinten sein soll, sondern zuvorderst, dann packe ich den, fahre nach links und lasse ihn hier wieder los, vielleicht gerade daneben. Ja, das flutscht so komisch umher. Jetzt ist gegangen. Ich lasse den hier wieder los. Und jetzt habe ich hier YouTube und hier meinen Handykurs. Und wenn ich hier drauf klicke, dann kommt immer mein Handykurs. Das war's.